Nicht nur die Bewohner des Collini-Centers, sondern auch Kunsthistoriker hängen an dem Gebäude. Herr Sukrow, welche Gründe gibt es denn aus stadthistorischer Sicht, warum dieses Gebäude erhalten bleiben soll? Da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die man anführen kann. Ich glaube, der vielleicht wichtigste Punkt ist neben den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten, über die wir ja noch sprechen werden, die Identität des Gebäudes für die Stadt. Also man verbindet das Collini Center eben mit der Bundesgartenschau 1973 und diesem Aufbruch auch in die Moderne und in die Zukunft. Von daher hat das Gebäude sowohl für die Stadt als auch für die Region, glaube ich, eine große identitätsstiftende Wirkung. Welches Potenzial hat das Gebäude denn noch? Also was könnte man daraus noch machen? Ja, die Architektur der 70er Jahre ist ganz interessant in diesem Zusammenhang, weil wir ganz vielfältige Nutzungen uns überlegen können. Man könnte über Coworking Spaces nachdenken, man könnte über Begegnungsorte nachdenken, aber ich sehe eigentlich ein ganz großes Potenzial im Wohnungsbau. Man kann diese Gebäude umrüsten, umbauen, umformen, sodass wir eigentlich im innerstädtischen Bereich dann auch wieder Wohnungen haben könnten. Sie haben es ja gerade gesagt, das Collini Center steht für den 70er-Jahre-Bau. Wie hat sich die Stadt Mannheim denn aus stadthistorischer Sicht verändert? Worauf wurde vielleicht damals und worauf wird heute Wert gelegt? Die 70er Jahre haben natürlich eine ganz andere Haltung auch zur Architektur gehabt als wir heute. Aber was vielleicht das Verbindende ist, ist, dass man nachgedacht hat, wie kriegt man verschiedene Funktionen unter ein Dach. Also beim Collini Center ist ja das Tolle, dass da Arbeiten, Wohnen und Freizeit vereint werden sollte. Und ich glaube, das ist heute auch wieder im Architekturdiskurs angesagt. Also dass es eben nicht die Zersiedlung gibt, sondern dass man auch kompakt baut, Orte schafft, wo eben verschiedene Funktionen in einer Hülle quasi stattfinden können. Und von daher wären da die 70er Jahre fast schon vorbildlich für heute. Wir haben als neuen Aspekt, glaube ich, diesen Nachhaltigkeitsgedanken und dass wir eben lernen müssen, immer mehr mit dieser Architektur, mit dieser großen Architektur der 70er und 80er Jahre auch umzugehen, weil Ressourcenknappheit, Energiekrise das auch verlangt von uns. Von daher können wir eigentlich die 70er Jahre quasi als Blaupause für verschiedene Dinge heute nehmen. Ja, vor dem Hintergrund, inwiefern wundert Sie denn jetzt der Schritt der Stadt, dass das Gebäude verkauft wurde und jetzt auch abgerissen werden könnte? Ja, ich glaube, also das ist eigentlich gar nicht so verwunderlich. Das passiert überall und auch jeden Tag. Von daher ist die Stadt Mannheim da keine Ausnahme. Ich würde es eher so rumdrehen, zu sagen, die Stadt Mannheim hätte hier die Gelegenheit gehabt, kreativ voranzugehen und auch so eine Art Avantgarde in dieser Situation zu spielen. Denn man muss eins bedenken, das Collini Center ist jetzt nicht nur in Mannheim und in der Region bekannt, sondern mittlerweile gibt es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für das Collini Center. Und die Stadt Mannheim hätte da also die Möglichkeit, wirklich voranzugehen und neue Konzepte auszuprobieren. Herr Sukrow, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.